Und jetzt machen wir weiter. Aber so wenig Leben. Also gut ist das nicht. Das sage ich euch jetzt schon mal. Eben hatte ich 300 Schuss. Habe ich hier was übersehen? Nee. Ja gut. Wie kriegen wir das? Ich muss eigentlich immer schön in Deckung bleiben und gut ist. Aber das ist hier so eng. Was den Megamyth hätten, was? Da erwischt er mich. Wieso erwischt er mich? Also wird das nichts. Lobo, mir macht ihr alles zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Boss, du bist in einer Höhle. Da ist nur Öffnung in der Decke. Benutzt die. Hey, auf dem Weg. Halt durch. Ich bin gleich bei dir. Ah, nee, das wird wieder nichts. Okay, markiere das Ziel, Pep. Ja, das machen wir mal besser. Laser. Immer mit der Ruhe. Der will gerade loshauen. Hauen will er mich! Ich zieh durch, ich zieh durch, ich zieh durch. Noch lebe ich. Ich muss ja auch nur noch einmal treffen. Steht hier, steht hier. Bereite den nächsten Schuss. Sekunde. Noch ein. Ah, gut. Wow. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Ja, was sollen wir sonst machen, Mann? Wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Da ist er. Der Megamyth. Der Megamyth. Alpha Antem, ich bin jetzt bei Megamyth. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. So, baller das Ding weg und gut ist. Wie geschafft oder was? Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkauf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen.
Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja, hätten wir. Vielleicht wäre er dann noch am Leben. Aber ich denke nicht, dass man hier was entdecken kann. Die Karte kann man auch nicht reinmachen. Im Moment ist die Musik nicht vorhanden. Das muss Mirandas Labor sein. Ah, dann wollen wir mal alles hier durchgrapschen. Proband Salvatore Moron. Cordeau-Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Cordeau hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich, ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und eine Schwimmblase gebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband Alcina Dimitrescu. Kompatibilität äußerst gut, Hirnfunktion normal, äußerst hohe Regenerationsrate, Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden, kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern, die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Ja, das war eine Riesenlady, muss man so sagen. Hinweis wegen einer Hinweis wegen einer vererbten Blutkrankheit. Muss die Probandin ihren Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Nicht geeignet für die Eva. Weiter. Habe ich das rechte Buch zuerst? Egal. Proband Donna Beneviento. Cordeau-Kompatibilität gut. Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings seine signaltragende Substanz ausscheiden. Mit der Mutamycet infizierten Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die in eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Cordeau an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Dann weg damit. Und das letzte. Proband Karl Heisenberg. Cordeau-Kompatibilität außerordentlich gut. Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Alle nicht geeignet. Wenn nicht die, wer dann? Und hier haben wir so ein Cordeau. Guckt es euch an. So sieht das Viech aus. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Ja. Hier noch. Untersuchen. Ja, das sieht aus wie ein... Ja, muss ich es aussprechen. Es ist ein Fötus. Und dieses Cordeau-Teil hat auch so Fötus-ähnliche Züge. Was haben wir hier? Eine mir unbekannte Frau mit einem Baby. Irgendwer wird das Baby sein und diese Frau Bildschimmer. Und wieder die gleiche Frau. Das Baby scheint ein bisschen gewachsen zu sein. Ich nehme an, das wird die Mutti sein, ne? Ja, schwarzes Haar, das hatte die doch, oder? Und jetzt ist die isoliert. Ein Forschungsobjekt, quasi. Haben wir noch mehr Fotos? Ja, natürlich. Jetzt können wir gar nicht mehr erkennen, was da was ist. Erstmal noch das Foto, dann lesen wir noch ein bisschen was. Ja, kein Schimmer. Weiter. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihren 13. Dorf einen Besuch
abzustatten. Wobei ich nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Also, okay, die Miranda war also da. Wir haben ja eben die Schneebilder gesehen. Und sie hat einen Medizinstudenten getroffen. Und dieser Medizinstudent schreibt jetzt einen Brief. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in die menschliche Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitenden Infektionen, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Okay. Sie ist der dieser Pilzstrategie, hat sie verfolgt. Und er will die Menschheit verändern, besser mit einem Virus. Also irgendwie da die Connection. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Ogenitor. Ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlich auf ewig, Ihr Schüler, Ospel E. Spencer. Spencer? Hier? Ich glaub's nicht. Ich auch nicht, weil ich nicht weiß, wer das ist. Dann haben wir hier noch ein bisschen Hirn mit Pilz drin, sieht so aus. Hier kommt der Pilz aus dem Körper. Hier haben wir einen Fledermausmenschen, also einen Batman. Und hier haben wir nochmal, was ist das? Nicht identifizierbar, aber irgendwas wird das schon sein. Weiter. Da oben da kann man schlechter erkennen. Altbilder. Oh, und hier sind noch mehr Bilder. Gut zusammengefasst. Gehen wir noch mal gucken, was wir hier finden. Auch nichts. Da ist was. Ah, also das ist dann Mutter Miranda mit ihrem Kind, das scheinbar verstorben ist, woran auch immer. Hier kann man aufschießen. Gucken wir mal rein. Und noch mehr Bilder. Wieder diese komische Fledermaus. Mutation. Und was soll das eigentlich sein? Das da könnte ein Auge sein, dass da. Oder ist das ein Hirn? Ja, man kann es nicht erkennen. Wir gehen mal weiter. Nimm die Hände hoch! Amber Eis hier Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott, du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte! Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen, alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist...
aufwacht. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein, du irrst dich. Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Der Ethan? Er ist ja was Besonderes. Was ganz Besonderes. Scheiße, mein Körper! Du bist so dumm. Evelyn, wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest. Erinnere dich. Vor 3 Jahren, bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose? Mia? Ich... Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein, nein. Rose. Ich muss
Meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot. Werde. Rose, reiten! Also, wenn er jetzt so ein Schimmeli ist, ein Schimmelpersönchen, und schon seit 3 Jahren tot, und das ist ja ein Baby, das ist doch noch keine 3 Jahre alt. Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja, ich muss es sein. Dann mal los. Wir haben wieder eine Karte. Kann man hier speichern, ist die Frage. Sonst war hier immer der Speicherpunkt. Aber irgendwie sehe ich nichts. Kann man noch ein letztes Mal beim Duke eine Bestellung abgeben? Komm. Duke, erzähl mal. Da, perfekt. Dukes Emporium hat alles, was du für langwierige Kämpfe benötigst. Erstmal meine Hoffnung, ein bisschen besseres Futter zu kriegen. Hat nicht ganz geklappt. Deine Reise nähert sich dem Ende. Was sagst du? Zeit für die Spendierhosen? Ein komplexes Herz. Wer braucht denn sowas? Braucht auch keiner. Kristalliner Heisenberg, weg. Ah, das ärgert mich. Das nicht so. Zigarre kann weg, ne? Ich behalte jetzt hier das meiste von dem Zeug, weil, wenn ich... Ich glaube, bin mir nicht sicher, wenn ich das nächste Mal spiele und ich so einen Spielstand vom Ende auslade, habe ich das ganze Zeug. Ich würde da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber das ist halt meine Hoffnung. Und wenn ich das ganze Zeug hier hätte, das wäre schon ultra... Deswegen lasse ich mal einfach alles so. Den Rest verkaufe ich. Oh, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs. Alles. Bingo. Boah, ist das teuer. Ich habe die beim... Überlass das mir. Und ich hatte die damals voll gepimpt. Sonst hätte ich keine... So viele Muni. Bevor ich das mache... Nein, warte. Gehen wir erstmal gucken, was es hier Neues gibt. Heilung. Eine interessante Wahl. Oh, wäre mir fast entgangen. Sonst noch was? Ja, diese ganzen Waffen. Ich speichere ja eh gleich, also. Was ist das? Leuchtpunktvisier. Das klingt alles gut. Ein Kolben. Ein langer Lauf. Irgendwas will ich mitnehmen. Und zwar... Noch ein Upgrade für mein Baby. Haut gerade so hin. Okay.
dann sind wir jetzt am Ende. Bitte, gib acht. Danke. Das wird jetzt der Endkampf. Okay, Heisenbergs Fabrik, den Speicherstand brauchen wir nicht mehr. Ich nehme den hier. Okay, kleines Päuschen und dann machen wir den Endgegner.